Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Resolution Bundle von Fabson. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Resolution von Fabson. Es ist bereits am 13. Oktober 2017 erschienen, also schon vor ja, mehr oder weniger 2 Monaten. Ich muss ehrlich sein, ich hatte das Album am Schirm, Resolution. Allerdings, nachdem ich nicht gewusst habe, dass dies auch als Bundle erscheint, habe ich es am 13. Oktober nicht vorgestellt. Habe dann über einen Bekannten oder über einen Freund eben erfahren, dass es auch als Bundle erhältlich ist. Und nachdem ich hier hauptsächlich Boxen und Bundles vorstelle, war das dann natürlich doch noch ein Grund, das Ganze hier vorzustellen. Deswegen habe ich dann das Bundle auch noch im Nachhinein bestellt. Und das Ganze ist dann heute angekommen. Resolution. Und zwar haben wir als Inhalt hier einmal das Album Resolution von Fabson. Dann das Album Chameleon, ebenfalls von Fabson, aus dem Jahr 2015. Und dann noch ein drittes Album. Und zwar Der fabelhafte Sohn, ebenfalls von Fabson, also alles 3 Soloalben von Fabson, dieses aus dem Jahr 2013. Dann haben wir ein T-Shirt und ein Poster. Und nachdem ich das Ganze über den Street Shop bestellt habe, also der Online-Shop von Orgi, der ja auf einer österreichischen Adresse oder einen österreichischen Standort hat, streetshop.at, dort kann man das bestellen, hatte ich dann auch diese 2 Sticker hier beiliegen, zum einen. Und zum anderen, nachdem Fabson ja bei Orgi bei Isle of Man unter Vertrag ist, gab es dann auch noch diese Sticker dazu, Evil Heart Sticker, also Beware, we hold it up, einmal, zweimal. Und dann haben wir noch diese 3 Sticker, ebenfalls wieder Evil Heart, diesmal in Gelb. Und dann darunter ist noch zu lesen, Berlin, Established 2001 und ACAB, ACAB, also das ja bekanntlich für alles cool, alles bestens steht. Ja, diese Sticker gab es oben drauf. Das nur nebenbei erwähnt. Wir kommen zum Bundle an sich von Fabson Resolution. Fabson, ein eher unbekannterer Künstler. Ich muss sagen, schade, denn der gute Mann hätte es auf jeden Fall verdient, in meinen Augen etwas mehr Gehör, etwas mehr Reichweite zu haben. Und wir werden das Ganze, was hier mal in Plastik eingeschweißt ist, mal befreien und uns dann in Ruhe ansehen. So, also die CDs, alle 3 eingeschweißt. Das war das aus dem Jahr 2013, Der fabelhafte Sohn. Nummer 1, dann haben wir Nummer 2 Chameleon aus dem Jahr 2015. Ja. Und natürlich stelle ich euch auch sehr gerne die Boxen vor von, was weiß ich, zum Beispiel JBG3 oder Bushido, Sido, wie sie alle heißen. Aber mich freut es natürlich besonders, wenn ich euch hier Künstler nahebringen kann, die ihr vielleicht noch nicht am Schirm habt, die etwas ja, unter dem Radar sind, die jetzt nicht so den breiten Mainstream-Auftritt haben und vielleicht durch dieses Video der ein oder andere darauf aufmerksam wird. Gerade bei Künstlern, die es in meiner Ansicht oder in meinen Augen verdient hätten, mehr verkaufen zu können oder mehr Gehör zu finden. Er ist auf jeden Fall einer derer. War auch letztens im Interview bei TV Straßensound mit Boogie. Und ich muss sagen, ja, sehr, sehr sympathischer Mann. Gut, dann haben wir auch noch das T-Shirt. Dieses war von der Größe her variabel. Also ich habe es in diesem Fall in M bestellt. Gut, nachdem wir jetzt alles aus dem Plastik befreit haben, fangen wir wie immer an mit den Tonträgern. Wir fangen an mit dem eigentlichen Album Resolution. ILM, also Isle of Money Records, lesen wir oben und den Verbraucherhinweis. Hier unten lesen wir Fabson Resolution, dasselbe auch noch hier in der Seite, also Fabson Resolution. Sieht von der Schrift her aus, ja, ziemlich heftig, also für mich so Revolution liegt hier nahe, aber es ist Resolution, nicht Revolution.
Und wir haben hier den Interpreten abgebildet in Schwarz-Weiß. Haarschnitt, ich glaube Flair und Contra K. Oder speziell Flair trägt ihn ähnlich. Contra K nicht ganz so heftig, aber auch einen ähnlichen Haarschnitt. Gefällt mir gut. Dann haben wir an der Seite auch wieder den Schriftzug. Wenn es dann mal scharf stellt, das Ganze. Will jetzt nicht so, weil es wahrscheinlich im Hintergrund fokussiert. So, schauen wir nochmal. Jawohl, Phebson Resolution. ILM 0066. Und dann haben wir hier 16 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Silla und Pulse, MC Torwart, King Orgasmus One und nochmal MC Torwart. Ich muss sagen, also der Typ ist, glaube ich, aus alten Zeiten von Phebson. Also mit dem hat das Ganze begonnen. Die haben gemeinsam begonnen zu rappen damals. Ich muss sagen, meine Favoriten auf dem Track, meine Favoriten auf dem Album. Auf dem Album sind folgende Tracks, und zwar drei Stück. Einmal Track Nummer 2, Wenn das Leben beginnt. Dann Track Nummer 13, Lauf. Und Track Nummer 15, Halt den Jan. Also die drei meiner absoluten Favoriten. Höre ich echt, obwohl das Album schon länger draußen ist, nach wie vor in meiner Playlist rauf und runter. Dann haben wir hier einmal die CD. Aber wie immer schauen wir zuerst mal ins Booklet. Und hier haben wir das Cover, kennen wir bereits. Phebson und einzelne Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Es zieht sich hierzu durch, schwarz-rot-weiß, gelungene Kombination. Ihr wisst ja, schwarz-rot-weiß, meine Lieblingsfarbkombination. Dann haben wir hier eine Dankesrede. Könnt ihr euch natürlich hier das Video anhalten und im Detail durchlesen. Sehr schön. Nochmals Phebson und Credits und Social Media Auftritte. Sehr gut. Dann werde ich ihn auch gleich mal auf Facebook und Instagram markieren. Eventuell freut er sich dann. Evil Heart, das kennen wir bereits, das Logo. Also von I Love Money. Und dann haben wir hier Phebson Resolution. Schwarz-Rot-Weiß. Und Hintergrund, ja, so ein schwarzen abgeschürftes, ja, vielleicht eine Wand, passt auf jeden Fall, also sieht gut aus, selbe Wand wahrscheinlich, die hier im Hintergrund zu sehen ist. Dann haben wir CD Nummer 2, Chameleon, auch hier lesen wir wieder an der Seite Chameleon, Phebson Chameleon, dieses allerdings erschienen über, hier steht's, Roba Music, ups, kann man das lesen, Roba Music präsentiert. Produziert, executive produced by The Royals. 17 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Jalil, Casey, der Rookie, Yaway, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, Rainer, MC Torwart, Bastard, Beatheit, Silla, also großteils Berliner Rapper. Booklet sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier den Interpreten oder das Cover. Und hier die Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer die Beats produziert hat. Und hier noch Twitter und Facebook. Und die CD an sich. Chameleon passend in der Optik. Sehr schön. Contra K hat ja auch eine Chameleon EP rausgebracht, aber Phebson auf jeden Fall vor Contra K, weil Gute Nacht mit der Chameleon EP ja im Jahr 2017 erschienen. Chameleon ja aus dem Jahr 2015. Und dann haben wir noch als drittes Album Der fabelhafte Sohn, auch aus dem Jahr 2013. Phebson Minor Beats Presents Phebson Der fabelhafte Sohn. Auch hier wieder der Verbraucherhinweis. Und hier sehen wir Phebson mit Regen und Lacoste Jacke. Auch hier wieder Der fabelhafte Sohn zu lesen. Rückseite blank, also nichts zu lesen. Und dann haben wir hier 18 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Skinny L, Beatheit, Skinny L, Collins, aka Mr. Right, Becker Rap, Nick One, Shahin und DJ Weird. Auch hier wieder ein Booklet. So sieht das Ganze aus. Phebson wieder mit Lacoste Jacke. Einzelnen Tracks hier aufgelistet, inklusive der Infos der Beteiligten.
Der fabelhafte Sohn. Was auch immer das darstellen soll. Ein Totenkopf. Echt sehr abstrakt. Schafe. Schön. Die Tracks hier sowieso Sprechblasen, so Comicblasen. Und hier sehen wir sie noch am Telefonieren. Okay, Phelpsen. Das Booklet. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus. Der fabelhafte Sohn. Und auch hier nochmal der fabelhafte Sohn zu sehen. Mit nachdenklichem Blick nach unten. Dann haben wir ein Poster. Das dürfte relativ groß sein. Na, es geht. Also, wir haben hier einmal Phelpsen in Schwarz-Weiß mit Haube, Evil Heart Haube, Sonnenbrille, ILM Records und der Verbraucherhinweis auf Englisch. Die zwei Hände zu Pistolen geformt und dann lesen wir hier Phelpsen Resolution. Hier die ganzen Händler oder Partner, bei denen das Ganze erhältlich ist. Hier habe ich es eben bestellt, streetshop.at. Ich glaube, das ist auch die einzige Adresse, wo ihr das im Bundle erwerben könnt. Ansonsten nur die CD oder digital. Und auf der Rückseite haben wir das Cover des Albums. Also, ist leider schwer zu lesen. Hier ILM Records und der Verbraucherhinweis. Und ansonsten das Coverfoto, ihr kennt es, Phelpsen in Schwarz-Weiß und hier unten der Schriftzug Phelpsen Resolution. Erinnert mich auch irgendwie ein bisschen so an Taxi Driver mit Robert De Niro bzw. Fight Club mit Brad Pitt und Edward Norton. Hat auf jeden Fall was, dieses Coverbild. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein T-Shirt, wie so oft. Klar, kein Bundle ohne T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also, das bereits mehrfach gesehene Coverfoto oder Cover auch hier noch auf dem T-Shirt abgedruckt. Oben lesen wir ILM Records und auch der Verbraucherhinweis. Das finde ich besonders spannend, dass man den Verbraucherhinweis auch auf dem Shirt hat. Habe ich in der Form meines Wissens auch noch nie gesehen. Und dann hier nochmal Phelpsen Resolution. So sieht das Ganze aus. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe M, klar, Größe war frei wählbar, ich habe mich für M entschieden und 100% Baumwolle, made in Honduras, Grüße gehen raus. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal kurz im Detail an und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den Kopf von Phelpsen, mehr oder weniger über die gesamte Fläche des T-Shirts, hier der Schulterbereich und dann haben wir hier Phelpsen Resolution stehen in Schwarz und Rot. Sehr schön. Und dann hier noch die beiden Aufdrucke ILM Records und der Verbraucherhinweis auf Englisch. Schönes T-Shirt, gefällt mir gut. Gerade auch, dass man die Größe aussuchen konnte und das individueller gestaltet ist. Und ich muss ehrlich sagen, also je länger ich das Ding anschaue, das Gesicht, desto stärker erinnert es mich an Fight Club bzw. Taxi Driver. Also auch die Frisur erinnert mich sehr stark an Taxi Driver mit Robert De Niro. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Wie gesagt, die Größe konntet ihr euch frei auswählen. Das Album Chameleon. Das Album Der fabelhafte Sohn. Und das Album Resolution. Drei Soloalben plus das Poster und wenn ihr über den Streetshop bestellt, dann natürlich noch die Sticker, die ich hier bekommen habe. Also diese 5 Evil Heart Sticker und diese 2 Streetshop Sticker. Jede Menge Inhalt in meinen Augen. Also wir haben 3 Soloalben, das sind 51 Tracks gesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe. 18, 16, 17, jawohl. 51 Tracks insgesamt, Poster, T-Shirt, Sticker, was will man mehr?
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fabsen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.